Herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bin es, euer MC Mafix. Beim letzten Mal, ist schon wieder sehr viel passiert. Wir haben Aqua aus der Finsternis befreit. Daraufhin sind wir erneut in das Reich der Schatten gegangen und haben versucht, Ventus wieder aufzuerwecken, dessen Herzherrn Sora gefangen ist. Wir haben ihn gefunden in der Akademie, da wo, ja, ursprünglich das Abenteuer unserer drei ursprünglichen Schlüsselmeister Terra, Aqua und Ventus begonnen hat. Und leider ist er aber nicht aufgewacht. Vanidas, sein, ich sage jetzt mal, Bruder, ist erwacht und hat ihn angegriffen. Vanidas hat hier dann hier gegen Aqua gekämpft. Wir haben mit Aqua gekämpft, das war ziemlich cool. Und Aqua war kurz vor einer Niederlage, weil sie uns einfach ausgesperrt hat. Mädel, wir hätten zu viel kämpfen können, hätten wir einen Plug gemacht. Aber das hat dafür dazu geführt, dass Sora sich wieder der Kraft des Erwachens wieder die Kraft des Verwachens erlangt hat und so das Herz von Ventus befreien konnte und Ventus und hat dann Vanidas in die Flucht geschlagen. Daraufhin da Kairi und Axel, der bleibt bei mir immer Axel, Mann. Ist mir wurscht, dass er jetzt Lee heißt, Mann. Das ist für mich immer Axel. Axel ist viel cooler, der Name. Sie sind jetzt ebenfalls Schlüsselschwertmeister, das heißt, die sieben sind da und das heißt, es geht, so wie es aussieht, dorthin. Ja, wo Master Xehanort seine Pläne schmiedet und ich denke, da wir immer diesen Thron da gesehen haben, es könnte der Schlüsselschwertfriedhof sein, dort wo schon Birth by Sleep geendet hat. Wir werden es sehen, aber erstmal schauen wir mal, wie es weitergeht. Leute, es passiert so viel, Mann. Ich könnte ja 5 Minuten rekapitulieren, was immer im letzten Park geschehen ist. The stars here are so beautiful. I noticed it when we arrived. Yes? We've gone without this for so long. I know. I remember dreaming a lot. Of you and Terra. Of Sora and his friends too, I think. And there were some more people I didn't recognize. Oh, and I saw these weird animal creatures. It's like I've been part of some big adventure. I've been places too. But pretty soon, things will be back to normal. Let's share stories when Terra's back. Yeah. I've had it with this stupid treasure hunt. Every box we've found has been nothing but a bust. I agree. Our search ends today. What, huh, now? You cannot find the unfindable. The box does not exist. I knew they was taking us for a ride. Silence, imbecile. I mean, the box does not exist now. Is that some kind of riddle? Just where are we supposed to be looking? Light and darkness are fated to clash. A Keyblade war is upon us. We need only wait for that destined moment. No matter the victors, the box will be revealed. That's it? But when's my big moment? You will have it soon enough. Once I possess the box, our real work can begin.
Well, Roxas, I should have been there for you by now, but here we are. Shouldn't you say goodbye to your real home? Why? I'm not here to fight. Relax. Hey! You can't eat all this. Why did you buy three of them? One for Roxas? And two for good luck? I don't know. Because I felt like it, okay? Why are you here? Got it memorized? Back when we were still friends, we used to sneak into the castle. Yeah. And we made a friend there, a girl. We apprenticed to Ansem the Wise to rescue her. Yeah, and we failed. One day she was just gone. You gave up. I did not give up. One day we're apprentices. The next, Ansem the Wise is up and vanished. The day after, we're nobodies. Day after that, we're doing icky jobs for Xemnas. I couldn't keep up with you. Following Xehanort's nobody was the only way to discover what happened to her. She was his lab rat. So, you found her? I helped you rise up the ranks, so I hope it paid off. I'm afraid not. Nary a trace. I started to wonder if we'd imagined her. Maybe she never existed. And then, in time, I awakened to a new purpose. I realized I could be stronger. Well then, you blew it. Wise up already and just quit. Face it, Roxas is just like our other friend. Gone forever. You need to accept that. You wish. I'm getting her back. All of them. Especially Roxas. I'm even dragging you home. The marks under your eyes, they're gone. Yeah. Don't need them. Always told you they'd stop you from crying. The upside down tears. Would you get lost? I'll clobber you tomorrow. I expect no less. How long have you known that I was with you? You did save me. I think you came along for a reason. I didn't make much of myself as a replica. I was a failure. And after you and Sora moved on, my body fell to ruin and the darkness took my broken mind. I was all ready to give up and let it happen. And then you showed up. You took that as a sign? Maybe. I'd rather face my end with you than in darkness. That's what you want? Yeah. But I'm not done yet. Got one last thing to see through. Take the time you need. Hey,
Why is Riku all alone? He said he needed time to himself. Let's let him be. Here. What? Huh? Oh. Tomorrow's fight will be our toughest yet. I want to be a part of your life no matter what. That's all. Kairi, I'll keep you safe. Let me keep you safe. So, neue Reisen und damit, wo sind wir jetzt? Die Eclipse. Hört sich nett an. So, Wegpunkt. Okay, fliegen wir zu dieser lustigen Wolke. Wir sind natürlich bereit. Obwohl, mit Lügiganto, ich meine, da sind schon ein paar wenig Kanonen dran. Theoretisch könnte man noch eine weitere dran machen, aber das passt schon. Eine wunderschöne Szene, die wir hatten. Also okay, ich bin halt, ich gebe es ja immer zu, ich habe ja nicht alle Kingdom Hearts Spiele gespielt. Ich habe halt 1, 2, Birth by Sleep, und wie heißt das nochmal, das auf dem GBA, aber das habe ich nie durchgespielt. Und deswegen, oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und deswegen bei diesen ganzen Sion-Geschichten muss ich immer sagen, bin ich, also, Roxar, Sion und so, da kann ich immer nicht ganz so mitreden, Mann. Ey, ich hab keine Ahnung, ich flieg jetzt einfach mal da, wo grün ist. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Also in diesem Universum, zum Glück leben wir nicht in diesem Universum. Ich glaube, da könnte man echt niemals irgendwo hinreisen. Schau dir mal an, was das für ein Kack ist, Mann. Zumindestens. Aber diese Szene, Mann, oh, die war so schön berührend. Da muss ich nicht hin. Oh, da ist ein Tor. Komm, das zeigt mir sogar hin. Böller. So. Wir wissen ja, so war das Abenteuer. Was ist da im neuen Hotel bei dir? Das ist aber schön. Müsste ich nur wissen, wo dieser neue Ort ist. So, das Abenteuer hat ja hier mit ursprünglich Riku Kairi angefangen, hier auf Destiny Island. Und da ging es ja noch ganz am Anfang, bevor alles hier mit Schlüsselschwertern verkompliziert wurde, dass die beiden, also Riku und Sora, ein bisschen so Liebesrivalinnen waren, um eben die schöne Kairi. Und ja, da gab es ja diese super, super schöne Szene dann ganz am Anfang, wo man dann ein Rennen gegen Riku machen musste, was ich als Kind tausendmal verloren habe. Und immer noch scheiße. und da ging es dann darum, dass einer von den beiden ihr eine Sternfrucht geben kann. Und der ihr eine Sternfrucht geht, ja, Sternfrüchte ist halt, wenn man die einmal zerteilt, dass man dann auf ewig verbunden ist. Das, was ähnliches haben ja dann Roxas. Oh. Vanitas und es ist immer schwer bei Kingdom Hearts hier den kompletten Überblick zu behalten. Ventus, Verzeihung, das ist immer aber ganz falsch. Wo bin ich denn hier? Wo will ich überhaupt hin? Warte mal kurz. Ich hab keine Ahnung, ich glaub. Nervt mich nicht, ihr doofen Kanone. So, ich glaube, das ist immer richtig. Was dann Ventus und Aqua und Terra auch gemacht haben mit diesem schönen Sternenanhänger. Naja, und um jetzt auf den Punkt zu kommen, da kommt jetzt irgendwas Fettes an.
Alter! Das soll ein Herzloser sein. Ihr wollt mich doch alle einfach hart verarschen, Mann. Ihr wollt mich doch alle hart verarschen, Mann. Ich drehe mich einfach so die ganze Zeit. Dann kann mich keiner treffen. So. Naja, und dieser schöne Sternanhänger war ja dann das. Also diese Sternfrucht, meine ich. Das war ja das, was dann hier die beiden geteilt haben, dann an Kingdom Hearts. Und es war immer so: Wherever you go, I always miss you. Oh, Leute, das ist so schön bei Kingdom Hearts, Mann. Naja. Das Ding in der Mitte müssen wir machen. Ich weiß aber gar nicht, was ich alles schießen muss. Obwohl, machen wir gut Schaden im Ding. Au. Ja, okay, jetzt kommen noch links suchende Raketen. Also eigentlich nicht. So. Ich muss erstmal die kleinen Dinger kaputt machen. Aber ja, der große ist. Ah, warst du schon? Oh, ja, voll easy! Und die Unterseite. Ah, geil. Alter Falter. Ich glaub's ja echt langsam nur. Hunderttausend Kakanone, was ist denn das, Mann? Kann mir doch keiner erzählen, dass das normal ist, Mann. Naja, ich möchte eigentlich meine Geschichte abschließen. Und das war ja schön dann, da hat Sora dieses Bild gemalt auf die Steinwand eben vor der Finsternistür, wo er so das Bild gemacht hat, wie er Kaidi die Sternfrucht gibt. Und dann hat sie Kaidi am Ende von Kingdom Hearts eben das gegengemalt. Hm? Hab ich gewonnen? Ich wusste es. Ich wusste es, liebe Leute. Der Schlüsselschwertfriedhof. Ladies and Gentlemen, das wird der Ort des Finales sein. Ich bin ja echt traurig, Mann. Ich meine, ich habe das Spiel schon hart gesucht in letzter Zeit, aber so wie es aussieht, ist das das Ende von Kingdom Hearts? Level 52 ist mir egal. So, warte mal. Zonekarte. Ich kann mich ja jetzt. Genau, ich kann jetzt zur Weltenkarte. Ich kann mich hier jetzt jederzeit hinwarpen. Weil, bevor wir da hingehen, müssen wir noch was machen. So, Nummer 1. Status-Attribute. Werkstatt. Information. Kann ich hier nicht ins Menü? Doch, kann ich. Ausrüstung. So, okay, das passt soweit. Wir müssen ja echt, mal ein bisschen was ausrüsten, Mann. Meisterring. Angriff. Plus 2. Soll ich den mir ausrüsten? Ach, kann ich gar nicht. Naja. Aber zumindest, es war eine schöne Anspielung auf das erste Kingdom Hearts und das, damit ist eigentlich das Thema auch abgeschlossen. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Weil es einfach so gut passt, auch hier nochmal zum Ende hin. Ach, Kingdom Hearts. Wieso bist du einfach so awesome, Mann? Wieso habe ich das so lange nicht gespielt, Mann? Wieso habe ich auf einmal 70? Seit wann habe ich 70 Punkte mit Donald? Ich habe keine Ahnung, Mann. Erstmal ganz ehrlich, wann habe ich mit dem Typen 70... Mit ihm nicht. Habe ich irgendwas bei Donald kaputt gemacht, wieso der auf einmal 70 FP hat? Oder habe ich ihm vielleicht irgendwas gegeben? Ein Item wahrscheinlich. Keine Ahnung. So. Kann man vorspeisen machen. Lecker, 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 lecker. Nein. Ich weiß nicht, was sein Lieblingsmenü ist, ist mir wurscht. Was haben wir noch? Übrigens, das fand ich cool von Jimini, der hier gesagt hat: Hey, ihr könnt euch das nochmal ganz schnell hier im Spiel durchlesen, das, was passiert ist. Wartet mal, das ist nicht viel, also für die Leute, die nicht alles mitbekommen haben. Das ist ja Odyssey, da sind wir erstmal 10 Stunden beschäftigt hier. Schau, Schlüsselschwerter, okay, Schlüsselschwertmeister, Schlüsselschwerterkrieg, Kerzen, niemand der ohne sehen. Aha. Das ist ganz schnell und flockig erklärt. Leute, ich will in diesem Part nämlich noch nicht das ganze Finale beginnen, das hat auch den Grund. Und deswegen machen wir mal etwas, was wir davor noch nie gemacht haben. Das Klasse Königreich, ich muss sagen, das Minispielchen habe ich schon mal gespielt, einfach so offscreen. Aber das machen wir jetzt. Mickey auf dem Rasen. So, mehr in den Rasen wie ein Profigärtner. Du kannst dich immer ein Feld vorwärts bewegen, aber nicht wie die Felder mit Steinen oder Tiere oder Felder, die du bereits gemäht hast. In späteren Runden musst du zweimal manche Felder gehen. Okay, weißt du denn nicht weiter, drücke Kreis oder... okay, gut. Kann ich anfangen? Okay. Also sieht das immer so eigentlich ganz nice Minispielchen.
So. Oben läuft da deine Uhr. Runter. Scheiße. Nein, doch, alles gut. So. Ich verstehe auch immer, das ist das Lustige an dem Ding. Ich verstehe nicht genau, wie man da verlieren kann in dem Minispielchen. Weil, also, das Problem ist, es gibt halt kein Ende. Weil bei einem anderen Spiel, da ist mir aufgefallen, da gab es im Endeffekt kein Ende. Also ich konnte es eigentlich bis zum bitteren Ende durchmachen. Hat mich voll verfolgt. Scheiße. So. Okay. Gut, dann machen wir 10 Stages, Mann. Dann, ich weiß ja nicht, ob man da 100 machen muss, 1000. Ah, schlecht schon wieder. Rückwärts. Neustart. Ach, der kann auch gar nicht draufhüpfen, wenn ich nicht dran bin. Schlecht. So muss man das machen. So. Easy peasy. So, okay. Pluto! Wartet. Oh, gehen wir da lang. Das war jetzt echt irgendwie random. Warte, das war schlecht. So. Also. Wir arbeiten uns. Warte. Kann es echt sein, dass man das einfach so machen muss? Kann echt sein. So, einfach von außen durcharbeiten. Schade, geht doch nicht. So, dann gehen wir so. Auch nicht. So, wir brauchen in der Mitte eine Verbindung. Genau nicht. Das ist mir schon wieder zu hoch. Kannst du die nicht schräg über die Felder bewegen, damit es viel einfacher. Nee, passt. Kein Bock mehr. Ich weiß ja nicht, schau dich an, ich habe ja automatisch einen Rekord gebrochen, also, weil es gibt ein Achievement, dass man einen Rekord brechen muss. Wir machen die einfach nur mal so. Für die Fahrgäste erzähl, nimm Gäste auf, okay. Keine Autos, okay, gut. Meep. Also, ganz nett, hat so halt diesen Charme der alten Disney-Filme, so aus den 30er Jahren. Und sieht eigentlich ganz nett aus. So. Hi, Mickey. Kann ich noch einen mitnehmen? Donald! Dich will ich eigentlich nicht mitnehmen. Aktuell gibt es ja noch nicht mal andere Autos, dann ist eh nicht schlimm. Ah, wir müssen aber auf unser Benzin noch hier ein bisschen achten. Dabei hat der Benzin noch damals der Literpreis 2 Pfennig gekostet. Also ich verstehe nicht, was ihr alle habt. So, wir machen mal 3 Stages, mehr machen wir jetzt nicht. So. Ups, ich hab den überfahren. So. Oh, Mini! Hallo Mini! So, wir gehen jetzt erstmal da hoch. So, ja, ist sie immer noch fast voll. Alter, wie ich rückwärts fahre, seht ihr das? Oh, irgendwie kriege ich von dem Ding Augenschmerzen, Mann. Das sieht richtig unstabil aus. So. Oh, schön gefahren. Okay, gut. Geschafft. Passt schon. Achso, ich habe Spiel gemacht, deswegen. So, machen wir noch ein Spiel hier zum Abschluss.
Natürlich mit zusammen und halt die Schurken auf. Oh, Leute, mit dem Hammer drauf und das hört sich gut an. Okay. Okay. Ach, ich muss ja mit beiden schauen. Oh mein Gott, das schaffe ich nicht. Ach. Hä? Ich drück's nicht. So. Okay. Okay. So, jetzt versteh's. Oh, jetzt kommt die Streakmon. Bam. 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 Leute, einfach mit dem Hammer draufhauen. Erinnert mich irgendwie in Kingdom Hearts. Alter! Nein, Miss. Wieso Miss? Ich meine, ich verstehe nicht, wieso ich ein Miss habe. Ich meine, das ist eigentlich wurscht. Ja gut, komm. Passt schon. Komm, lass mich aufhören. Ist schon in Ordnung, wenn ich da Miss habe. Also wenn ich ein Feld zuvor drauf habe, dann habe ich automatisch ein Miss. Die Musik ist immer nett. Das passt schon. So, haben wir nochmal diese Classic Kingdoms gezeigt. Weil das sind, die erhält man ja immer. Ganz nett. So, und dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt erstmal nochmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Kingdom Hearts 3. Oh, ich bin 5 Level unter dem, was ich eigentlich machen sollte. Das ist irgendwie nicht so gut. Naja, werden wir schon schaffen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.